Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Nr. 6. Ja, letzte Folge waren wir ein bisschen noch auf der Welt unterwegs, haben die bis zum jetzigen Zeitpunkt für Strago Blaumagien eingesammelt und sind dann nochmal hier ins Kolosseum, hätte ich schon fast gesagt, in die Oper zurückgegangen, denn dort hat der Erddrache sein Unwesen getrieben. Den haben wir ganz easy besiegt. Ja, haben dem Impresario mal wieder die Show gerettet. Und ja, diese Folge, Strago ist hier schon on the lead, wollen wir uns um den Ebert-Felsen kümmern und ein wenig um die Vergangenheit. Naja, ich glaube eher, es ist eher so ein Motivationsschub für Strago, den wir hier diese Folge erleben wollen. Ja, und der Ebert-Felsen findet sich nördlichst von Tamasa. Da fliegen wir auch gleich hin. Allerdings habe ich jetzt auch schon wieder was vergessen beim Kolosseum letztes Mal. Und zwar hat man da eine Trophäe bekommen, wenn man ungefähr 10-mal den Kampf bestritten hat. Und natürlich auch gewonnen hat. Dann gibt es die Trophäe Gateway to the Top. Tor zur Spitze, Tor nach oben. Nenn es, wie du es willst. Ja. So, damit haben wir das abgefrühstückt. Die Trophäe ganz vergessen. Mann, Mann, Mann. Ja, was... ja, wir fliegen jetzt zu Richtung nach Tamasa. Nördlich davon ist ja der Ebert-Felsen erschienen. Habt ihr auch schon das öfteren Mal. Als wir in Tamasa waren, hat das eine Frau erzählt, ne, dass die Erde sich hier verschoben hat, alles ein bisschen anders war, tauchte dieser Felsen dort oben auf. Er ist bis jetzt noch nicht zugänglich, wie man es vielleicht gesehen hat. Ich steige noch mal kurz ein. Da ist jetzt noch nichts passiert, ne, hier, da kein Eingang, gar nichts zu sehen. Das ändert sich natürlich, upsala, gleich. Aus Versehen aufs Gas gedrückt, anstatt auf die Bremse. Das passiert, wenn Strago am Ruder ist. So, wir landen. Und apropos Strago. Strago ist natürlich jetzt für dieses Vorhaben auf jeden Fall notwendig. Genauso wie Realm sollten wir mit dem Team haben. Ich habe jetzt mein Setup eigentlich nicht großartig verändert. Außer Shadow jetzt halt wieder von der Führungsposition runtergenommen. Strago ist jetzt dort an erster Stelle. Und wie gesagt, Realm sollte auch mit im Team sein. Für die jetzige Szene später nicht mehr unbedingt notwendig, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Ich schaue gerade nochmal in weiser Voraussicht, habe ich hier jedem schon mal eine Schleife gegeben. Und hier bei Celeste den Andachtsring, um Konfus etwas zu verhindern. Ja, ansonsten Ausrüstung ist eigentlich gleich geblieben. Hier Schwertbrecher, Egelschild, schön aus Behemoth-Kostüm, Magierrute, auch noch Behemoth-Kostüm, Gelötnisschleier, bla bla. Also alles Genji-Rüstung, Genji-Helm, Genji-Rüstung, Genji-Helm. Blö, blö, blö. Minerva ist tatsächlich schlechter als die Genji-Rüstung. Aber Minerva hat natürlich wieder ein paar Vorteile, was die ganzen Elementarabwehrkräfte angeht, wenn ich das fast mal so sagen darf. Und natürlich die maximale MP-Steigerung um 25%. Also, ich lasse es aber erstmal dabei, weil es jetzt gerade nicht so für den nächsten Dungeon nicht sofort zwingend erforderlich ist, da jetzt die Minerva-Rüstung reinzulegen. Wir sind in Tamasa. Und wie gesagt, Strago und Realm sollten hier für auf jeden Fall mit in der Party sein, um etwas zu triggern. Und zwar genau dies hier. Hurra! Endlich wieder in Tamasa! Ich gehe schon mal nach Hause, ja? Mach das mal, Realm. Wie lebhaft sie ist! Oder bin ich etwa schon so alt geworden? Opa! Opa, du musst schnell kommen! Onkel Gungo ist ganz krank! Gungo? Ja, Gungo, welch merkwürdiger Name. Onkel Gungo. Gungo, halte durch! Sprich, mein Freund, wer hat dich so zugerichtet? Das Monster, welches du und ich so fieberhaft verfolgten. Ja, Hidox war es. Es hätte mich fast erwischt, mein Lieber. Hidox, sagst du? Diese Schmerzen. Gungo. Strago, mein treuer Gefährte. Übe Rache an meiner Stadt. Tu es für meinen alten Freund. Ah, diese Schmerzen. Ja. Schauspielern kann ich
nicht, eigentlich. Mensch, Opa, was gibt's da groß zu überlegen? Ja, Strago, was gibt's da groß zu überlegen? Viel recht du hast, mein Kind. Je älter ich ward, desto mehr vergaß ich die Träume meiner Jugend. Sehr wohl, Gungo. So will ich es tun. Ich werde dich rächen. Ja, gut. Rächen wir ihn. Opa! Ja, mein Kind? Jetzt aber mal langsam, Opa. Meinst du nicht, ein klappriger Tattergreis wie du könnte etwas Verstärkung gebrauchen? Ja, doch nicht. Nein, mein Kind. Vor meiner Verantwortung bin ich lange genug davongelaufen. Nun muss ich mich hier alleine stellen. Das ist mein Schicksal und dabei bleibt es. Ach, Opa, sei doch nicht immer so dickköpfig. Immerhin bin ich deine Enkelin. Sollte ich einfach mit ansehen, wie du dir dein eigenes Grab schaufelst? Weise Worte. Nein, Realm. Dass du mir deine Hilfe anbietest, erfüllt mein altes Herz mit Freude. Doch Hidox ist ein Monster voller List und Tücke, das sich in tiefen Schatten verbirgt. Mit deiner Unerfahrenheit würdest du ihn nur warnen. Ich muss ihn allein suchen. Bei meinen morschen Knochen auf zum Ilbertfelsen. Bei meinen morschen Knochen. Ja, Aber er sagte doch eben, er soll allein, wir gehen allein und dann gehen wir doch nicht allein. Also irgendwie merkwürdig. Ja, wir wollen auf jeden Fall nochmal ganz kurz nächtigen. Ich glaube, die Leute sagen hier auch nichts Tolles und Neues. Sie haben Bande Schwarz gesucht. Ja, bla, kennen wir alles schon. Das ist, glaube ich, der Hinweis auf Shadow gewesen, ne? Und die Dame sagt ja auch nochmal, der Ebertfelsen ist das erste Mal seit 50 Jahren wieder aufgetaucht. Ob es an einem Erdbeben vor einem Jahr lag? Nördliches Dorf, das kann man ihn bewundern. Ja, hatten wir schon. Und hier, ich weiß gar nicht, ob ich es hergezeigt habe. Dieser Typ hier, ne? Seitdem die Welt vor einem Jahr beinahe unterging, bin ich viel gereist und habe viel gesehen. Bist du an der Geschichte interessiert? Ich mache jetzt mal. Nördliches Bestienfeld, es liegt eine kleine dreieckige Insel. Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall ein Hinweis auf Gogo, aber ich glaube, ich habe das gezeigt, ne? Ich glaube, ich habe das gezeigt. Ne? Das ist hier also die Insel da, ne? Wo der Zone Eater umrennt. Auf dieser Insel lebt ein Monster, das einfach alles verschluckt, was ihm vor die Schnauze kommt. In seinem Magen muss es aussehen wie ein Trödelmarkt, würde ich ja gern mal aus der Nähe betrachten. Also das hier war der, ne? Ja, habe ich das gezeigt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich es jetzt nochmal gezeigt. Also die Location von Gogo, beziehungsweise dem Zone Eater und so. Aber wir gehen nochmal pennen. Ein Gil, jawollo. Natürlich ein Gil. Und danach geht's auf zum Ebertfelsen. Der Dungeon ist nicht groß. Ist überhaupt nicht groß. Ist aber vielleicht ein bisschen nervig. Weil er sehr random ist. Aber dazu dann gleich mehr. Wir gehen erstmal raus hier aus dem Dörflein. Hier ist wirklich auch nichts Neues. In den Läden keine neuen Waffen. Keine neuen Relics. Gar nichts. Nischt. Ihr könntet jetzt gegebenenfalls auch Lock mit ins Team holen. Es gibt nämlich bei dem kommenden Boss ein bisschen was zu stehlen, aber das haben wir schon. Obwohl ich mich da nochmal vergewissern will, ob wir das denn haben. Wir sortieren es mal ganz kurz. Müssten wir eigentlich haben, ne? Müssten wir eigentlich haben. Haben wir nicht, ne? Königskrone? Ne, die war das nicht. Aber ich glaube, diesen Gegenstand, den gibt es, den können wir auch noch später bei etwas anderem, bei tollerem noch bekommen. Es ist nämlich der Dornenkranz, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ne, den haben wir noch nicht. Warte mal ganz kurz. Ich mach mal kurz den Bildschirm schwarz. So, bin ich wieder zurück, hab nochmal eben kurz nachgeguckt. Das Teil gibt's tatsächlich nur von dem zu stehlen, aber es gibt auch noch zwei Gegner, wo wir das metamorphen können. Und da, glaube ich, greife ich dann drauf zurück. Außerdem könnten wir es noch aus dem Kolosseum gewinnen. Allerdings auch nur durch einen Gegenstand, der auch ein bisschen schwerer zu bekommen ist. Ich rede hier gerade von, ne, von der Dornkrone, von dem Thorntlet. Gibt noch ein, zwei Gegner, wo wir es metamorphen können. Ich glaube, ich würde dann darauf zurückgreifen. Ne? Also, deswegen, warum?
weil das ein bisschen schwerer zu stehlen ist. Deswegen. Aber dazu dann gleich noch mehr. Wir gehen erstmal rein. Hier in den Ebon-Felsen. So, und wir sehen schon, es ist hier sehr dunkel, sagt ja Astrago schon. Wie gesagt, der Dungeon ist nicht groß und die Besonderheit an diesem Dungeon ist, dass hier so einzelne Platten sind, ne, wo wir drauf treten und dann random irgendwo hin teleportiert werden. Hier erstmal zu einer Kiste, die auf ist. Ja, mit der reden wir gleich. In diesem Dungeon gibt es 2, 4, 6, 7 neue Gegner zu finden und halt einen Bosskampf. Ansonsten keine Schätze. Es gibt hier zwar Kisten, da ist was drin, aber dann dazu gleich mehr. So, diese Kiste, sie spricht nämlich. Ich habe Hunger! Hunger, 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 Hunger! Gib mir was zu fressen, sonst lasse ich hier nie durch. Korallen mag ich besonders gern. Hm, kross angebraten mit feiner Rahmsoße. Lecker! Hast du welche? Hier ist dich satt. Du bist viel zu dick. Natürlich haben wir nichts, ne? Hier ist dich satt, sagen wir einfach mal. Du hast ja nicht mal eine einzige! Weg. Ja, diese Kiste lässt uns nicht durch, weil wir keine Korallen haben. Wo kriegen wir die her? Natürlich hier in dieser Höhle, in diesem Berg. Dazu rennen wir immer wieder auf diese komischen Platten drauf, die uns an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene kleine Räume teleportieren, wo gegebenenfalls eine Kiste drin ist, wo gegebenenfalls Korallen drin sind, in der Anzahl von 1 bis maximal 4. Wir benötigen 21 plus Korallen, um die Kiste vollends satt zu kriegen und weiterschreiten zu können. So, und das war jetzt ein Raum, wo keine Kiste war, aber ein neuer Gegner, der hier aufploppt. Er nennt sich Mahadeva. Mahadeva im Englischen, hat 3826 Lebenspunkte. Schwach gegen Feuer und Heilig, absolviert Giftattacken, ist immun gegen Blind, Zombie, Toxin, Wicht, Steinberserk und Schlaf. Hat die Ability, hier eine Rippe auf uns drauf zu schmeißen, welches ein kritischer Angriff wäre. Ein Kryptdust, einen kryptischen Dust, Nebel, der uns, falls wir K.O. gehen sollten, hier in den Zombie-Zustand versetzt. Rage-Attacke für Gauwehr hier, der Tod, Blaumagie nichts stehlen und nach dem Kampf gibt es Telepo-Steine, eigentlich wie bei jedem Gegner hier. Außer beim Boss. Und ja, recht easy. Wir sind ja schon so gut im Level, dass da einfach nur ein bisschen drauf rumgehaue. Wunder wirkt. Hier, Celis hat dieses Ultima-Schwert, um die Schadenscap bei von der Offenbarung einfach mal zu ignorieren, um halt mehr Schaden zu machen. So, super. Erster Gegner, Hiekchen. Mahadeva. Ja, und in diesem Raum gibt's nichts. Falls ihr irgendwie hier auch keine Truhe habt, einfach wieder zurück auf die Platte. Werden wir zurückgeportet in einen anderen Raum. Hier gucken wir uns um. Gehen hier runter. Da ist eine Kiste, die öffnen wir. Und 2 Korallen. Super. Merken wir uns. Nächste Platte, wieder eine Kiste, wunderbar. 4 Korallen, aber schon 6. Auch schön. Nächste Platte. Noch eine Kiste. Da sind wir bei 8.
Und hier gleich drei neue Gegner vor der Nase. Einen kennen wir schon, den haben wir nämlich im Kolosseum kennengelernt, den Aspidocheron. Diesmal erzähle ich was dazu. 3210 Lebenspunkte, schwach gegen Holy und Feuer. Absolut Giftattacken ist immun gegen Blindzombie-Toxin, Wichtstein, Stumm, Berserk. Und er ist im Auto-Sap-Modus. Abilities hier eine Rage, wie ein kritischer, was ein kritischer Angriff wäre. Oder ein Windslash, die Rage-Attacke für Gau wäre. Der wäre Landslide, also Erdrutsch. Blaue Magie für Dragonix, stehen am Kampf, Teleportsteine. Dann haben wir dieses grüne, dicke Etwas dort, das sich Kreator nennt, Creature oder auch Eland im Englischen. 2470 Lebenspunkte, schwach gegen Blitz, immun gegen Wicht, Abilities hier ein Stench, welches uns in den Konfuszustand versetzt. Rage-Attacke wäre Bio für Gau, Blaue Magie nichts, stehen am Kampf, Teleportsteine und das Mondpferdchen, Moonform oder Hippocampus, auch im Englischen. 2444 Lebenspunkte, schwach gegen Feuer und Heilig, absolut Giftattacken ist immun gegen Wind, Zombie, Toxin, Wicht, Stein, Sturm, Berserk, Slow, Stopp und Erde, da es fliegt. Abilities hier ein Mouth Clump, welches uns in den Zap-Zustand versetzt. Acid Rain auch noch auszuführen oder Flash Rain, welches letzteres eine Rage-Attacke für Gau ist. Blaue Magie nichts, stehen am Kampf. Wie immer, Teleportsteine. Und die Viecher auch super einfach. Wir hauen einfach drauf. Keine besondere Taktik vonnöten, sage ich mal. Wichtig wäre vielleicht nur, wenn ihr hier auch wie ich dabei Shadow habt, dass ihr gegebenenfalls. Ach, Ausrüstung. Fällt mir gerade ein. Eine Waffe nicht angelegt haben sollte, die sofort den Tod verursacht. Wir nehmen hier einen Schwertbrecher. Denn dieser Aspidocheron und der Nahadiva sind beide untot. Falls ihr da mit einer Waffe draufhaut, die sofort den Tod verursacht, kommen die natürlich direkt wieder. Genau. So. Bei wie viel waren wir denn jetzt? Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich mache aber gerade mal erstmal Häkchen. Mondpferd, Kreator, Aspidocheron. Und dann. Wir gucken einfach mal. Ich weiß echt nicht mehr, wie viel wir haben. Hab's verpeilt. Drei Korallen. Wir rennen hier eh so ein bisschen rum. Vielleicht reicht es ja nochmal drei. Das waren drei Mondpferdchen. Die kennen wir schon. So, noch eine Kiste mit nochmal dreien. Das vielleicht schon eigentlich fast haben, ne? Es kann auch manchmal sein, dass man hier ein bisschen länger rumrennt. Wieder drei Mondpferdchen. Bis man wieder zurück zu dieser Kiste kommt, wo wir vorher waren, ne? Also wie gesagt, ist alles hier etwas sehr, sehr random. Die ganzen Teleporter. Einfach so weitergehen, bis wir wieder zurückkommen an dieses Stückchen Kiste, was Hunger hat. Noch ein weiterer Mahadiva kannten wir ja schon, deswegen rausgeschnitten. Hier 4 Korallen, 3, 6, 9, 12, 17, wir müssten eigentlich schon genug haben. Wir müssten genug haben. 4 Korallen, oh ja, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Also die RNG, voll was die Kisten angeht, gerade mit den Korallen, ist... Ja, die können auch gucken, ne? Wäre auch blöd. So, hier, Koralle. Eine Koralle aus der Höhle im Eboldfelsen. Okay, sie steht natürlich nicht, wie viele wir schon haben. So, ein neuer Gegner rennt hier eigentlich noch rum. Und es gibt, hier haben wir übrigens einen Speicherpunkt. Und hier haben wir neue Gegner. Warlock und Gallo. Gallo? Galduser, so rum. Ich erzähle erstmal was zu dem Warlock. Er hat 1300 Lebenspunkte. Schwach gegen Blitz und Gift. Immun gegen Wicht, Tod, Doom, Stein, Berserk und Konfus. Ability hier ein Magic Drain, welches uns natürlich MP absorbiert. Und oder heilig zu zaubern. Dies wäre auch eine Rage-Attacke für Gau, Blaue Magie, nichts. Stehen am Kampf Teleportsteine. Dann haben wir Galduser. Auch Medusa Chicken oder Cluck genannt im Englischen. 2306 Lebenspunkte, schwach gegen Eis, absolut Giftattacken, ist immun gegen Blind, Toxin, Licht, Stein, Sturm, Berserk, Konfus und Schlaf. Abilities hier ein Lick, welches uns in den Steinzustand versetzt.
und oder Quake zu zaubern, welches eine Rage-Attack für Gauss, eine Blaumagie, stehen am Kampf. Na, da darfst du jetzt mal raten. Natürlich Telepo-Steine. Unfassbar. Vielleicht aus dem Grund, dass hier jeder Gegner irgendwie so einen Telepo-Stein droppt. Damit? Ja, wenn man hier mal keinen Bock mehr hat, sofort sich rausteleportieren kann. So, wie gesagt, hier in dem Raum gibt es einen Speicherpunkt. Könnte man speichern, brauche ich jetzt aber nicht zwingend. Naja, kommen wir wieder in den Raum. Das kann natürlich auch mal passieren, dass man... Jetzt sind wir wieder quasi am Anfang. Und da haben wir auch den letzten Gegner, Haubeer. Ja, der Haubeer nennt sich Sorath oder Sorath im Englischen oder auch Slatter. Hat 2600 Lebenspunkte, schwach gegen Heilig, immun gegen Stein, Tod, Doom und Stumm. Hat die Ability hier einen Choke, welches ein kritischer Angriff wäre. Das war's auch schon. Raja-Attacke nennt sich Cave-In. Blaumagien haben wir nichts und stehen am Kampf. Muss ich's noch sagen? Eigentlich nicht, ne? Es sind Telepo-Steine. Natürlich. Ja, und damit haben wir soweit alles abgefrühstückt hier an an den Gegnern hier im Ebordfelsen. Jetzt hoffen wir nur, dass wir irgendwie direkt zur Kiste wieder teleportiert werden. Natürlich nicht. Bitte, bitte, bitte. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Aber wir können die Korallen noch mitnehmen. Dann machen wir die Kiste richtig satt. Juhu, jetzt haben wir es geschafft. Sind wieder im Raum der Kiste. So, haben genug gesammelt. Korallen mag ich besonders gerne. Kross angebraten mit feiner Ramsau. Lecker. Hast du welche? Ja, wir haben sie tatsächlich. Aber es ist auch lustig, wenn wir sagen, du bist viel zu dick. Alter Geizkragen. Verzieh dich. Ja, komm her. Jetzt komm, kriegst du deine lecker angebratenen Korallen, die wir eben irgendwie mal nicht angebraten haben. Das war lecker. War das lecker. Ich krieg ja kaum noch den Deckel zu. So voll bin ich. Und sprechen kann ich auch nicht mehr. Du willst uns durchlassen? Boah, bin ich voll. Boah. Rülps? Ich wollte jetzt hier keinen Rülps loslassen. Bull. Ach ja. Hätte ich ja fast vergessen. Du hältst es vorbei, nicht? Jupp. Dumm-ti-dumm-ti-dumm. Ja, was für eine merkwürdige Kiste. Oder, Strago? Ja, wir gehen durch. Und kommen noch einmal in einen Zwischenkampf gegen einen Haubeer-Kreator und einem Warlock. So, weiter geht's. Hier oben wartet er nämlich. Hedox! Ja. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, nochmal eben hochzuheilen, aber so viel ist nicht passiert. Und der Gegner ist auch super einfach. Von daher brauchen wir da jetzt nicht viel ändern. Gibt's irgendwas, was vielleicht wichtig wäre? Ja, ich sag mal, was gegen Konfus angewählt haben. Das habe ich ja hier, Schleifen und den... Wie ist er denn nochmal? Andachtsring? Genau, Andachtsring. Ja. Strago ist ja so oder so hier... zwingend notwendig für diese Quest. Auch sehr wichtig, denn dieser Gegner birgt eine seltene Blaumagie, die wir auf jeden Fall jetzt haben wollen. Und wie wir die bekommen, sehen wir jetzt gleich.
Ja, Hedox und Elvok. Vier davon gleich. Und ich erzähle erstmal was zu diesen Elvoks. Erebus nennen die sich auch. Oder Hedonite. Ach. Und jetzt hoffe ich, dass ich die alle richtig in der Reihenfolge vorlese. Ich fangen wir mal an mit dem unten in der Mitte, dem Typen. 3500 Lebenspunkte haben sie alle. Schwach gegen Erde, absorbiert Giftattacken, ist immun gegen Zombie-Wichtbär, sehr konfus und Schlaf. Abilities hier von diesem Viech, Venom Claws, welches uns in den Giftzustand versetzt. Blaumagien und Rage-Attacken, von allen lernen wir nichts. Deswegen erzähle ich das auch jetzt nicht nochmal. Und Stehen am Kampf gibt es von denen auch alles nichts. Deswegen blenden wir das mal aus. Der zweite, das ist der unten links, also ganz hinten. Der hat genauso viele Lebenspunkte, keine Schwächen, absorbiert alle elementare Angriffe oder Zauber. Immun gegen Wicht, Tod, Doom, Stumm, Konfus, Schlaf und Slow und Stopp. Und er ist im Auto-Reflect-Modus, was vielleicht nicht so toll ist. Seine Ability hier sind eine Konfus-Claw, ist natürlich in den Konfus-Zustand versetzt. Dann haben wir das Viech oben rechts, ne, ganz oben rechts, welches auch so viele Lebenspunkte hat wie die anderen 3500. Schwach wäre gegen Feuer und heiligt, immun gegen Blind, Zombie, Toxin, Wichtstein, Stumm, Berserk und Schlaf. Die Abilities hier von diesem Viech wären eine Zombie-Claw, natürlich in den Zombie-Zustand uns versetzt. Und der letzte ist der, ja, unten rechts, ja, quasi der in der Mitte, in der Frontreihe, wenn man so will. Auch 3500 Lebenspunkte. Schwach gegen alle Elemente. Immun gegen Zombiewicht Stein. Und ist im Autoprotis-Modus. Abilities hier eine Mega-Claw, die ein, ja, sehr fetter kritischer Angriff wäre. Und damit war es das dann auch schon von diesen Viechern. Dann der Hedox, der im Hintergrund. Das komische Viech. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Keine Ahnung, was es darstellen soll. Ja, er hat 25.000 Lebenspunkte. Wäre schwach gegen Feuer, Heilig und Erde. Und er absorbiert Giftattacken. Ist immun gegen alles außer gegen Slow. Hat die Ability einen Hit, welches ein kritischer Angriff wäre. Bio, Gift, Venomist, Leech, kryptischer Nebel und natürlich die Blaumagie, die wir haben wollen. Die Großdelta-Attacke. Ja, nicht elementarer Angriff. Sehen wir ja gleich. Ja, die Blaumagie natürlich für Strago ist dieses Großdelta, eine sehr seltene. Und es wird vielerorts gesagt, dass es die ultimative Blaumagie für Strago ist. Sehen wir dann. Ja, Rage-Attacken natürlich nichts. Stehlen könnten wir hier, hatte ich ja schon gesagt, entweder ein Telepustein oder das Thorntlet, die Dornkrone. Welches, wenn wir sie aufsetzen würden, uns in den Z-Zustand versetzt, aber ansonsten eine hohe Abwehr innebirgt und nach dem Kampf gibt gegebenenfalls auch noch einen Telepostein. Ja, Taktik ist wie folgt, wir zaubern einmal Ultima, dann sind diese Viecher weg und wenn die Viecher weg sind, die Elvoks oder Erebus oder Hedonite, dann zaubert nämlich der Hedox das Großdelta, welches wir auf jeden Fall haben wollen. Und danach geht's ganz einfach weiter mit gegebenenfalls die Charaktere einmal hochheilen oder einfach Erzengel auf den Hedox zu zaubern. Also super einfach. Wir warten jetzt erstmal ab, was nach Ultima passiert. Wieder viel Gelaber für einen Bosskampf und er ist super einfach. So, jetzt wird erstmal Gift gezaubert, natürlich super abgeblockt und da kommt Großdelta. Shadow macht sich schon mal bereit. Für Erzengel. So. Hat jetzt nicht bei uns nicht sonderlich viel Schaden gemacht. Aber na gut. Ich hoffe, Erzengel trifft. Jupp. Volles Met. Ja, Hedox. Easy Kampf. Ansonsten, falls ihr diese Taktik nicht vorhabt zu nutzen, einfach dass die fettesten Attacken draufhauen, die ihr irgendwie dabei habt. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Großdelta gelernt. Dankeschön. Teleportstein erhalten. Dankeschön. Und damit ist er besiegt. Holla die Waldfee! Ich kann es nicht fassen! Ich habe tatsächlich Hedox besiegt! Unglaublich! Ich muss unverzüglich Kungo berichten, dass seine Rache geübt ist! Ja,
Machen wir das. Kleiner Sidequest für Strago. Kleiner Motivationsschub für Strago. So will. Warum sehen wir gleich? Gungo, alter Knabe! Gungo, alter Knabe! Hä? Er ist einfach aufgestanden? Was veranstaltest du denn für einen Lärm? Wer soll sich da erholen? Gungo, so hör mir doch zu! Ich habe Hedox niedergestreckt! Wie bitte? Hedox willst du besiegt haben? Erzähl mir doch keine Märchen, mein Freund! Hüpf, 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 hüpf. Ja, seine Wunde, die ist bestimmt wieder auf. Es stimmt wirklich! Opa hat Hedox in den Monsterhimmel geschickt! Was da los ist? Ho, ho, ho! Lass es euch gesagt sein, wenn ich ernst mache, dann verspeise ich so ein halbes Hähnchen wie Hedox zum Frühstück! Ho, ho. Obwohl er gar nicht viel gemacht hat, ne? Das war ja Realm. Und, wohl hat er? Hat er die... Ja, nee, ich weiß es nicht mehr. Hat er gerade... Ich weiß es nicht mehr. Ich gebe es ja nun gern zu, aber der Punkt geht wohl an dich. Huhuhu. Übrigens, Gungo, deine Wunde ist aber schnell verheilt. Wunde? Ach, meine Wunde. Ja, deine Wunde. In jener Nacht... Oh, jetzt sind wir noch ganz aufgeregt, das Drago. Diese Grotten waren endlos und dunkel, wie die Gedärme eines Lindwurms. Doch ich ließ mich nicht beirren. Und schließlich fand ich vor ihm... Schließlich stand ich vor ihm. Hedox! Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, stürzte ich mich auf die Bestie. Meine Rute ließ ich ihn spüren, dass er um Gnade winselte. Sag ich jetzt nichts zu? Zack! Und wumm! Und krach! Du hättest mich sehen sollen, Gungo! Eine ganze Armee hättest nicht mit mir aufnehmen können! Als plötzlich... Strago einschlief. Wo ist Opa? Der alte Strago? Ha! Der hat sich so müde gequasselt, dass er im Stehen eingedüst ist. Doch, haben wir wirklich recht gehandelt, ihn so zu beschummeln? Schließlich war ich nie verletzt. Ein schlechtes Gewissen brauchst du jedenfalls nicht zu haben. Hätten wir nichts unternommen, dann wäre Opa nie in die Hufe gekommen. Und auch wenn wir gelogen haben, Opas Sieg über Hedox ist so wahr, wie ich hier stehe. Ha, wahrlich, eine tollkühne Enkelin, wie sie diesem alten Haudegen gebührt. Aber eins muss ich dir sagen, Onkel Gungo. Du schauspielerst lausig als die Flöhe in Opas. Lausiger als die Flöhe in Opas Bart. Was? Auf solche billigen Tricks fällt wirklich niemand außer Strago rein. Was? Tschung. Wie bitte? Ja. Obwohl, ich habe das doch eigentlich ganz gut geschauspielert, oder? Ja, damit. Haben wir das kleine, aber feine Side-Questchen von und um Strago durchlaufen. Schauen wir uns nochmal in die Kunde rein. Hier, Großdelta. Überwältigende Energie erteilt allen Gegnern immensen Schaden. Ich glaube, das wollen wir gerade nochmal ausprobieren vor der Tür. Tails davon. Machen wir mal eben. Ne? Hier ist Gungo, der uns, ha, das ist jetzt echt lustig, der uns noch was erzählt. Ich fasse es gerade gar nicht, was für ein RNG-Glück das gerade schon wieder ist, ne? Unfassbar. Also, pass auf, warum ich jetzt gerade so lustig finde, ist, falls ihr dieses Großdelta, diese Blaumagie jetzt verpasst haben solltet bei Hedox, denn es ist einer, der Gegner, ich weiß gar nicht, ich muss gerade nochmal in meiner Zettelei ganz kurz gucken, bei welchem Gegner diese Attacke gegebenenfalls noch gelernt werden könnte. Es sind nämlich nicht viele. Wo ist es denn? Ich hab's gleich. Gleich hab ich's. Da, Großdelta. Ja, Omega Weapon wäre zum Beispiel noch ein Gegner, wo man dieses Großdelta lernen könnte. Und warum ich jetzt so geschmunzelt habe, ist... dass Hedon tatsächlich ein Boss ist, der immer und immer und immer wieder spawnen könnte. Allerdings
in einer Rate von 1,25%. Und wenn Gungo jetzt genau das hier sagt, irgendjemand will Hidox wieder auf dem Ebertfelsen gesehen haben, eine Reinkarnation? Ja, wenn er das sagt, ist Hidon tatsächlich wieder zurück und wir können das ganze Kram nochmal durchlaufen. Allerdings, ja, nur auch mit demselben Spielchen, Korallen sammeln, die Kiste wieder aus dem Weg räumen, etc. pp. Und auf diesem Weg könnte man auch nochmal versuchen, die Dornkrone nochmal zu bekommen. Ich hatte das versucht, ich hatte es irgendwie nach dem 10., 12., 13., 14., 15. Mal hat Gungo nämlich genau das hier wieder geantwortet. Und ich habe es nochmal ausprobiert und Gungo ist tatsächlich wieder da. Aber ich habe leider die Dornkrone nicht gestohlen, aber darum werde ich mich dann bei Zeiten nochmal kümmern. Ja, das ist lustig, dass er genau das jetzt sagt. Funny. 1,25%. Ich fasse es nicht. Beim ersten Mal. Ja, damit war es das hier in Tamasa. Der Junge hat keinen Platz mehr zum Rumspielen. Und die Frau sagt auch noch, dass der Ebert-Felsen wie immer aufgetaucht ist. Bla bla. Wir gehen nochmal vor die Tür und schauen uns nochmal Großdelta an. Ihr habt es auch wahrscheinlich gesehen in der Monsterliste, die ich eingeblendet habe, dass ich dort Hidon schon zweimal besiegt habe. Also ne, Beweis ist da. Ich habe ihn zweimal besiegt. So, ja, wir wollten einen Gegner herzeigen. So, Prusha Gloster. Ihr beiden wollt also wissen, wie das schmeckt, ja? Gut, dann gucken wir mal. Kunde. Großdelta. Bin gespannt, wie viel Schaden es jetzt hier macht. Beim Gegner waren es ja... Wir haben Boss waren es nur 1000, ne? Ja, moderat, möchte man fast behaupten. Obwohl die Stolperfalle, glaube ich, noch mehr macht. Aber das liegt allein daran, dass wir schon echt so viel gelaufen sind. Und zwar nur 203.000 Schritte. What? Und ich bin schon 91 Stunden. What the fuck? Unglaublich. Ja, damit war es das erstmal wieder hier für diese Folge von Final 6. Nächste Folge kümmern wir uns um den Kultisten-Tower. Oder wie er sich hier schimpft im Spiel. Kultistenturm? Kann das sein? Kann, glaube ich, sein. Ja, um an die finale Mechanik, wollte ich schon sagen. Wie nennt sich das denn bei ihm nochmal? Alter, wie heißt das denn nochmal bei ihm? Tools! An das finale Tool quasi bei ihm zu kommen. Ja, dafür geht's dann halt in den Kultist-Tower. Ein bisschen Magie leveln sollte auf jeden Fall vorher drin sein. Falls du das hier, wie gesagt, auch nachspielst, dann seh zu, dass du jetzt ein paar Magien auf jeden Fall lernst. Denn in diesem Turm können wir nur Magie benutzen. Und ja. Das war's erstmal wieder von mir. Hab gedacht, dass dieser Ebertsfelsen etwas länger ist, aber es sah wieder auf dem Papier mehr aus, als es dann im Endeffekt war. Von daher passt, glaube ich, die Folge hier mit knapp 40 Minuten Länge. Und ja, machen wir einen Deckel drauf. Würde mich freuen, wenn du dich nächste Folge wieder auf die andere Seite vom Bildschirm schnallst, mir hier zuschaust. Hab erstmal wieder schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, wann, wo du es auch siehst. Lass dein Essen schmecken. Und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge, ne? Also mach's gut. Tschüss und vielen Dank.